Nappend, liebe Heli-Freunde. Ja, das Projekt 450 Sport geht ja nur bald zu Ende. Und heute noch ein paar Worte zum Antriebsstrang, speziell zum Zahnflankenspiel und zum Eckriemen. Wie ich stelle ich das Zahnflankenspiel ein? Und das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Die Betonung liegt auf, wie stelle ich das Zahnflankenspiel ein? Also ich habe noch kein Zahnrad gehabt, was nicht eiert. Entweder eiert es ein bisschen horizontal, so wie hier dargestellt, oder es eiert ein bisschen vertikal. Also bei mir trifft meistens beides zu. Und aus diesem Grunde stelle ich das Zahnflankenspiel folgendermaßen ein. Da das Zahnrad auch meistens in der horizontalen eiert, gilt es also jetzt den Punkt zu finden, wo das Zahnrad am wenigsten Spiel zum Motorritzel hat. Und das mache ich immer folgendermaßen. Ich drehe einmal das gesamte Hauptzahnrad durch mit Hilfe des Motors und gucke, wo habe ich am wenigsten Spiel. Ich habe das natürlich schon mal vorbereitet, um nicht das ganze Ding durchdrehen zu müssen. Und das ist genau an diesem Punkt der Fall. Und diesen Punkt mit dem geringsten Spiel, den habe ich mir jetzt markiert. Dazu habe ich eine kleine Metallstange genommen oder irgendwas anderes. Ihr könnt auch einen kleinen Holzstift nehmen. Habe etwas Nagellack dazu verwendet und bin vorne durch diese Öffnung reingefahren, denn es ist ziemlich eng. Man kommt also mit keinem Kuli daran vorbei und wie ihr seht, hat das recht gut geklappt. Und genau an dieser Stelle stelle ich jetzt das Zahnflankenspiel ein. Ich drücke also den Motor so weit ran, dass ich gerade noch etwas Spiel verspüre. Das dürfte jetzt der Fall sein. Ich habe noch minimales Spiel. Okay, und dann ziehe ich die Schrauben natürlich an und vergesst nicht beide Schrauben anzuziehen, sonst fällt euch der Motor beim Fliegen raus, ne? Inzwischen habe ich das Hauptzahnrad mal um 180 Grad weiter gedreht, sodass die engste Stelle genau gegenüber dem Ritzel liege und prüfe das Zahnflankenspiel. Hier ist es natürlich etwas größer, da das Zahnrad ja eiert, aber ich denke, das ist auch noch soweit okay für mich. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja, Brille, okay, ich habe Brille auf, so gut gucken kann ich nämlich auch nicht mehr. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum dieses ganze Spiel, warum diese Action mit dem Hauptzahnrad. Also wenn ein Hauptzahnrad eiert in der Horizontalen, dann kann es natürlich vorkommen, wenn ihr an der weitesten Stelle euer Zahnflankenspiel einstellt und ihr stellt das ziemlich eng ein, dass an der engsten Stelle zwischen Hauptzahnrad und Motorritzel überhaupt kein Zahnflankenspiel mehr da ist oder einfach sozusagen Minusspiel. Also es ist einfach viel zu eng und das werdet ihr dann beim Fliegen hören. Das wird nämlich furchtbare kreischende Geräusche geben. Also es ist wichtig, das Zahnflankenspiel weder zu streng einzustellen, also zu stark oder zu eng, als auch nicht zu weit einzustellen. Ja, und warum habe ich eigentlich keinen Papierstreifen benutzt, um das Zahnflankenspiel einzustellen, so wie viele es machen? Ja, also ein Papierstreifen kann unterschiedlich dick sein. Man kann diesen erwischen, man kann jenen erwischen. Man kann zum Beispiel dann den Motor zu stark andrücken oder nicht so stark andrücken. Und das Ergebnis, das Zahnflankenspiel, das stimmt immer noch nicht. Deswegen weg mit dem Streifen, denn ich bin der Meinung, das kann man per Hand viel besser abchecken, ob das Zahnflankenspiel richtig ist. Ist meine persönliche Meinung. Okay, das zum Zahnflankenspiel. So, jetzt noch ein paar Worte zum Heckriemen. Also ein Heckriemen ist kein Keilriemen und soll auch nicht so gespannt werden. Also er sollte nicht so doll gespannt werden, dass ihr einen Ton drauf spielen könnt. Ich mache immer Folgendes und das wird auch im Internet teilweise empfohlen. Die richtige Spannung ist dann gegeben, wenn ihr mit einem Schraubendreher oder einem anderen Instrument eurer Wahl den Riemen so weit durchdrücken könnt und zwar ohne viel Kraftaufwand so weit durchdrücken könnt, wie ihr es hier seht, und das ist circa die Mitte und knapp drüber hinaus. Das ist ein sehr einfacher Test und den könnt ihr auch vor dem Flug machen zum Beispiel, wo ihr wollt. So, nun noch ein paar Worte zur Spannung des Heckriemens bei verschiedenen Temperaturen. Stellt ihr also euren Heckriemen zum Beispiel drinnen ein, wo es so 20, 25 oder 27 Grad sind und ihr geht raus und fliegt im Winter, wenn es kalt ist, dann kann eventuell die Spannung des Heckriemens nicht mehr stimmen, weil das Heckrohr, falls es aus Alu ist, sich ein bisschen verkürzt und da reichen schon ein paar Hundertstel aus. Ihr müsst also euren Heckriemen, falls ihr draußen bei niedrigen Temperaturen fliegt, vor dem Flug kurz mal überprüfen. Und das ist also eigentlich gar kein Problem und geht eigentlich relativ schnell. Jo, das war es zum Thema Antriebsstrang. Ich kann also euch nur raten, alles in Ruhe und alles gut einzustellen. Ob ihr das nur so macht wie ich und so genau wie ich, das bleibt natürlich euch selber überlassen. Ich würde sagen, das war's für die heutige Sendung. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch natürlich. Und bis dann, euer Heli Ernst.